Einen wunderschönen Mittwoch miteinander. Heute haben wir eine Reaction, die nicht per se auf einen Song ist, sondern auf die schlechtesten Deutschrap-Lines. Das gute alte Format von Boss Explosive, was seit 2 Jahren ungefähr im übelsten Hype ist, der bisher auch nicht abgeklungen zu sein scheint. Ich kann es ihm auch nicht verdenken, ehrlich gesagt. Ich meine, Deutschrap ist ein gewaltiger Pool aus mittlerweile über 30 Jahren ungefähr an unfassbarem Kulturgut und ja, wie jeder weiß, kann da nicht nur Gutes bei rumkommen. Gerade tatsächlich in der früheren Zeit, wo es primär noch darum ging, eher die asozialeren Lines zu bringen und nicht unbedingt eher die intelligenteren. Aus dieser Zeit haben ja vor allem ein Jakuza sehr rausgestochen oder eben auch ein Bushido, wobei ich bei ihm nicht mal weiß, ob der Text von ihm ist. Ist auch mittlerweile ziemlich abgedroschener Witz, weil es kein Witz ist. Ist schon schade. Ich habe mir bereits schon mal ein Video von Boss Explosive in einer Reaction zu Gemüte geführt, dieses aber niemals hochgeladen, weil ich da letztes Mal nicht so gut darauf reagieren konnte. Ich dachte also, es eignet sich einfach nicht für meine Art von Reagieren, weil ich lieber Songs analytisch auseinandernehme. Allerdings kam ich da auch von einer Nachtschicht und vielleicht sollte ich es nochmal auf mich wirken lassen. Ich gebe der ganzen Sache nochmal eine Chance. Ein paar Abonnenten haben mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich mir das denn nicht angucken wollen würde. Und es bringt ja auch ein bisschen Klicks, ne? Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal rein. Es ist mittlerweile auch Folge 20. Ich weiß, dass man auf jeden Fall manchmal darüber streiten kann, ob die Line wirklich schlecht ist. Man muss sie auch immer in den Kontext setzen, aus dem sie gerissen wurde. Und das zu rekonstruieren ist schwierig, weil ich die wenigsten Songs von dem Format kenne. Nichtsdestotrotz, gucken wir rein, schauen wir, was uns erwartet. Ich komme an jeden ran, Dreizack Poseidon, kapitalisch schlecht mit Gabel. Bewaffnet auf freiem Fuß, tödlicher Gabelangriff. Gefährlicher Brrrr. Ist aber auch krass, dass der Boss Explosive sich da extra Zeit genommen hat, um so einen Bildartikel zu faken. Das ist ganz schön aufwendig. Auch wenn es jetzt nicht der bunteste Artikel ist. Ein Kumpel von mir hat für seine Grafikausbildung, das war der Ruhm, oder duales Studium, ewig lange an so einem Artikel gesessen, wobei das eigentlich nur für ein Referat war und hat es quasi thematisch mit dem verknüpft, was er gehalten hat, als Plakat genommen. Und dieses Plakat ist fantastisch, wirklich. Aus dem Grund weiß ich auch, wie viel Arbeit da drin steckt. Sowas in Photoshop oder ähnlichen Illustratoren zu gestalten, geht ganz schön viel Zeit vorbei. Und dafür, dass es nur ein Detail ist, dass es für ein Joke ist. Nicht schlecht, Hut ab. Kapital, wenn ich mal kurz meine Meinung abgeben soll, kein Fan. Ich weiß auf jeden Fall, dass er früher in den Freestyle- und Live-Zeiten bei Rapper Mittwoch total abgerissen hat. Wirklich. Viele vermissen genau den Kapital. Mittlerweile ist das so, er macht genau die Musik, die ich mir nicht gerne anhöre. Es gibt meiner Meinung nach, wenn man es jetzt pauschalisieren muss, gibt es einmal den kompetitiven Rap und einmal den generischen. Und Kapital ist für mich der anspruchslose generische Rap, von dem ich mich als Hörer sehr fernhalten möchte. Ich liebe es einfach, mich bei Rap reinzuhören. Bei mir geht es wirklich um die Skills, um die Fertigkeiten eines Rappers, weshalb ich es auch nicht mag, wenn ein Rapper seine Texte zum Beispiel nicht selbst schreibt, wobei das wieder ein anderes Kapitel ist. Will damit nur sagen, gib mir nichts, ich mag es nicht wirklich. Und weiter im Text. Von U-Bahn, Buszug in dem Bentley, Wazy played wie Menu in Wembley. Wazy played wie Menu im Wembley. Ah, Fußball-Lines, Alter, da kriege ich auch immer, stellen sich bei mir die Nackenhaare auf, weil ich absolut kein Fußballfan bin. Ich kenne mich da null aus. Ich bin dieser typische Typ, der an der WM sich so eine Fußballflagge aus dem Autofenster hängt und sich halt Deutschlandspiele anguckt. Das war's. Mehr mache ich auch nicht. Wazy played wie Menu in Wembley. Ja gut, und der spielt halt da nicht. Ja, sowas kriegt mich halt nicht. Nenn mir einen meines Alters, der mit Wörtern Schäfer schießt als ein Sheriff im Baltimore. Ich bin ganz orbit. Okay, warte. Nenn dir einen meines Alters, der mit Wörtern schärfer schießt als ein Sheriff in Baltimore. Ich bin ganz Ohr wie. Oh, ich find's halt geil. OG Kimo hat so diese. Er setzt die Reime wirklich oft da, wo man sie nicht erwartet. Ich habe nicht viel Kimo gehört. Das wird sich noch in Zukunft ändern. Ihr könnt dann dabei sein. Aber hier ist es jetzt so: Reimt er jetzt auf schärfer schießt oder auf Baltimore? Ich bin ganz Ohr wie. Zwei halbe Ohren. Ohne Witz. Ich finde die aber nicht scheiße. Ich finde, klar, das ist eine Bad Bar, aber ich weiß jetzt nicht, ob das für OJ Kimos Verhältnisse kacke ist, aber ich muss echt sagen, ich habe von anderen Rappern schon deutlich Schlechteres gehört, was niemals in diesem Format hier gelandet ist. Ich habe auch vor, mal so einen richtig fetten Bad Bars Track zu machen, wo ich Boss Explosive auch herzlich grüßen werde am Anfang. Da werde ich auch Lines kicken, wie zum Beispiel, ich bin wie ein Drittel. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Also sowas in der Richtung halt. Oder zum Beispiel sowas wie, warum hast du deinen Mathelehrer erstochen? Naja, er sagte mir, vielleicht sagt ihr ja, Stochastik zu. Daraufhin nahm ich ein Messer und ich Stochastik zu. Da findet ihr mal einfach nur die Lache von Farid anstecken. Wer das Originalvideo kennt, der weiß warum. Verstand scharf wie ein riesiges Rambo-Messer, denn im Dschungel. Boah, der Beat von Sakrileg war schon geil. Sind Hyänen keine friedlichen Pflanzenfresser. Verstand scharf wie ein riesiges Rambo-Messer, denn im Dschungel sind Hyänen keine friedlichen Pflanzenfresser. Riesiges Rambo-Messer. Rambo-Messer.
Ja gut, ist Neologismus, weil das Wort Rambo-Messer gibt's nicht, aber jeder weiß, dass man Rambo ein Messer hat. Ist an sich schon ein cooles vielsilbiges Wort und dann noch riesiges davor, nochmal dreisilbig als Adjektiv, was das beschreibt, also insgesamt siebensilbig, was mit friedlichen Pflanzenfresser genau dieselbe Wortkonstruktion ist, auf die gereimt wurde. Zuerst ein vielsilbiges Nomen, Pflanzenfresser, und friedlichen, was sich auf riesiges reimt, mit genau den stimmigen Vokalen. Also rein reimtechnisch ist das super toll ausgeführt. Ja, okay. Es ist halt eine Metapher. Hätte da halt was anderes gesagt als Hyänen, weil die Line an sich ist gut. Hätte auch sagen können, im Dschungel sind Schlangen. Hyänen ist ein dreisilbiges Wort, da hätte man dann was anderes finden müssen. Im Dschungel sind Raubtiere, keine friedlichen Pflanzenfresser. Ja, wenn man einfach Raubtiere genommen hätte, klingt vielleicht nicht ganz so ästhetisch, aber das Ding ist, Hyänen hat keine große nennenswerte Funktion da drin. Es ist halt fies, dass sich der Boss Explosive dann genau dieses Wort rausnimmt und sagt, im Dschungel sind aber keine Hyänen. Aber er hat halt recht. Kannst nichts gegen sagen, er hat halt recht. Hier gibt's keine Metapher, ich rippe deine Kachbar. Du kitzel kleiner Bastard, erstick an meinem Sacker. Ja, das ist wieder so eine Line der Marke Öl. Da packt der Boss Explosive hier gerne mal ein paar Sachen rein, auch zum Beispiel von, wie ich es ja vorhin schon angesprochen habe, von Yakuza oder halt auch von Casey Rebel oder auch Summer Jam. Die haben alle schon so Lines gehabt. Aber es soll provokant sein, ne? Hier gibt's keine Metapher, ich rippe deine Kachbar. Ist halt auch schon sechssilbig, ne? Klitzekleiner Bastard, erstick an meinem Sacker. Ist halt offensichtlich auch reingeschrieben, ne? Und ja, okay, es ist halt, ne, es ist schon wack am Ende. Halt, stopp. Stopp. Mach es nicht wie Nazar und halte deine Bälle gepflegt. Und zwar. Wenn jetzt dieser gottverfickte Landscape Lawnmower kommt, ne? Nicht mit einem herkömmlichen Rasierer, mit dem du dich nur schneidest und es deswegen sein lässt. Sondern mit einem Trimmer, der auf den Bereich unter deiner Gürtellinie spezialisiert Nein. ist. Und zwar von Menschen. Nein! Er bringt ihn. Jetzt gibt's schon 4.0 mittlerweile. Natürlich bringt er den. Der weiße Mann war hier. Warum? Landscape Lawnmower 4.0. Kann ich euch einblenden, wenn ich finde. Oh, dieses Ding. Ich hoffe, ich mache hier nichts kaputt. Aber dieses Ding bringt original nichts. Und das kann ich euch leider nicht sagen, weil ich es selbst ausprobiert habe. Ich wollte es mir tatsächlich kaufen. Und aus Joke habe ich auch überlegt, es meinem Bruder zu kaufen. Warum habe ich es also nicht gemacht? Weil das Ding der übelste Scam ist. Kein Witz. Es ist vielleicht so, man denkt sich so, okay, ja, untenrum elektrischer Rasierer, man hat Angst, dass sich so ein Haar einfängt und es dann zieht und so weiter und es tut ja weh. Aber nein, wisst ihr, was dieses Ding ist? Ich bin kein Experte, aber ich habe mir viel durchgelesen und habe mir am Ende verschiedene Videos reingezogen, die alle einstimmig gesagt haben, holt euch das nicht, Leute. Weil es im Endeffekt nur ein normaler elektrischer Rasierer ist, der halt wasserfest gemacht wurde und die Klinge vorne wurde bis zum letzten Ende verkürzt, sodass ich da kaum was auffängen kann, so zumindest von der Logik her. Allerdings kannst du dir dann auch einfach einen normalen Rasierer nehmen, die Klinge bis zum Ende verkürzen, da gibt es ja Stufeneinstellungen und dann hast du den gleichen Effekt. Und hier ist das große Manko. Dieses kleine Ding kann zwiebeln ohne Ende, weil es einen arschschwachen Motor hat. Ohne Witz, dieses Ding wird dir wehtun, wenn du nicht damit rechnest. So zumindest die Berichte, die ich gelesen habe. Nimm dir stattdessen ein bisschen mehr Geld in die Hand. Kauf dir an sich einen vernünftigen Rasierer, vielleicht mit mehreren Aufsätzen, dann kannst du es einmal vor oben rum verwenden und einmal vor unten rum. Ich weiß ja nicht, was du für Ansprüche hast, aber vertrau nicht auf dieses blöde, zielführende Marketing, was dir ein Produkt als eine Wunderwaffe verkauft, obwohl sie eigentlich absolut generisch ist. Sie ist nicht nur generisch, sie hat sogar klare Defizite. Lest euch das durch, bevor ihr sowas kauft. Escaped in vierter Generation. Denn gerade wenn deine Eier so groß sind wie die eines Deutschrippers, ist... Hat er aber gut eingebaut. ...ist es umso wichtiger, diese zu pflegen. Meine Eier sind rasiert. Top. Also fackel nicht lange und leg los. Mit dem Code BOSSX20 gibt es 20% Rabatt und kostenlosen Versand. Oh, wow. Also dann, Leute. Holt euch den Landscape Lawnmower 4.0. Ring frei, auf der Maxi hab ich Bonus-Tracks. Mir ist egal, wenn du beim Praktika die Hoden leckst. Maxi hab ich Bonus-Track, Praktika die Hoden leckst. Bisher waren aber fast alle Lines, außer die von Kapital, wirklich gut gereimt, ne? Es ist wieder Zweckreimzeit. Ah, Bonus-Tracks, ist es ihm egal, wem du beim Preis... Das ist schon übelster Zweckreim, ja. Ja, ja, schon. Weil ihm ist es halt egal, wem du beim Praktiker bei dem Laden die Hoden leckst. Warum ist es ihm egal? Warum sollte da jemand irgendjemandem die Hoden lecken? Vorher sagt er, er hat einen Bonus-Track, aber warum... Du kannst überall fragen und nachhaken und diskutieren und es macht vorne und hinten keinen Sinn. Das ist der übelste Zweckreim, aber der Beat ist mega. Komm in den Fight Club, komm, wir erwarten dich. Für deinen Vater gibt es so wie jeden Abend Fisch. Da haben wir schon den nächsten Zweck rein. Fight Club, übel geiler Film. Komm, wir erwarten dich. Für deinen Vater gibt es so wie jeden Abendfisch. Ist aber auch cooles Reimschema. So mit dem Binnenreim von Vater gibt auf Abendfisch und so weiter. Ja, wahrscheinlich meint er mit Fisch in dem Fall halt den Intimbereich seiner Frau, der untenrum etwas fischelt. Aber ja, das ist einfach dumm.
krass, oder? Und heute gibt es bei euch Lachsfilet. Ja, okay, also man kann sich schon denken, was der Bushido damit meint. Wer zieht mit nem Kutter Thunfische aus dem Meer? Sag mir, wer brutzelt sich ein Fisch auf dem Herd? Wenn, ey, wirklich mit Distorted-Effekten kriegst du mich immer wirklich. Ich finde das lustig. Okay, ist halt immer so die Frage, warum bringt man sowas? Aber mehr ist es halt auch nicht. Also das kann man halt schnell wegschmunzeln, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Michael Rape, stimmt, den kennt man doch aus dem JBB. Zu viele Pisser, das hat er doch eingereicht in der JMC, so viel weiß ich noch. Den du da rappst, wächst mir noch ne Schamlippe. Ich fick deiner Hure mit meinem Penis eine Zahnlücke. Keine gute Line, nein, gratis ich mich selbst. Ich. Ja, schon, aber ich glaube, das war schon bewusster Selbstes, oder? In dein Maul und kack in dein Po rein. Da hatten wir es vorhin noch gesagt, ne? Da hab ich's vorhin noch gesagt, dass der Casey so eine Neigung hat. Und dann bringt er's grad wieder. Nimm's mir nicht übel, Bro, mach der Gewohnheit. Ich bote, wenn du uns in der Hut siehst, brr, Uzi, Schnee, Wutzi. Ich nenne sie Bibi, sie nennen mich Bubu. Sie wollen die Bifi, direkt in die Mumu. Ich will Freddy Krüger meine Schlauch ins Ohr knallen. Ich breite deine Beine in 180 Grad Winkel, bevor ich dann mit... Ja, okay, genau die Line, genau die meinte ich. Und auf deinen Kopf kacke und in deinen Mund furze. Normal, Mord. Ich bin nicht ohne Grundkurde, genau. Ja, okay, das waren... Schlechte Deutschrap-Lines Volume 20. Ja, Gratulation an Boss Explosive, dass er das mittlerweile schon so lange durchzieht. Und ungelogen, ich glaube, das Ding geht noch bis Teil 50. Mindestens. Guck, wie er hier Lemon Tree am Anfang einblendet. Ich weiß gar nicht, wie das mit Lizenz-Songs ist, aber ich finde, das hat irgendwie was, dass er das immer so am Anfang macht. Ich weiß nicht. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, ob die Reaction genug hergegeben hat. Ich habe es jetzt mal getestet. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ich das in Zukunft noch machen soll oder nicht. Spaß hatte ich auf jeden Fall trotzdem. Also dann, habt noch einen schönen Mittwoch. Wir sehen uns wieder am Samstag. Macht's gut. Ich steppe in das Game und die aufgesetzten Lagen werden blank. So wie im Schaufenster Visagen, weil ich tausende Bretter wie Baugeschäfte habe. Euer Mumble Rap ist nur Kauderwelsch für Arme. Ich mach Randale, fangen die Bastarde zu singen an. Denn von der Mucke krieg ich Magenschmerzen. Mein Genie ist wie Nachfahren von Genghis Khan. Weil es in der Zukunft viele Ahnen werden. Kollege, droh mir nicht groß mit Schrot und Pistolen. Ich komme, dann geb ich dir Vogel ohne Witz. Den Todesstoß wie Obel.